Ende Januar 2024 im Werdenberger See saumässig kalt, aber da ist schon einer gesessen. Hätte man dann anscheinend nicht mehr warten auf die neuesten Informationen. Sie sind nämlich hier auf dem Plakat gelegen. Die Schwäne sind auch näher hergekommen und die Taucherli haben schon ein bisschen verschrien. Es geht um einen Liebestrank, um die neue Oper. Ja, und dann hat Robin seine Mannschaft begrüßt und alle anderen auch. Ich darf jetzt aber inzwischen neue Schlüsselpersonen und unseren Cast vorstellen auch noch oder bekannt geben. Wir haben inzwischen unseren Chor vollständig beieinander. Es sind 45 Leute, 45 Sängerinnen und Sänger aus der Region, die da dürfen oder die da, ja, mit vollem Herzblut dabei sind und auf unserer Seebühne stehen nachher. Geleitet wird das Ganze vom Buxer Gesangspädagoge Christian Büchel. Eine weitere Schlüsselperson, die ich neu bekannt geben darf, ist Sarina Sieber. Sie ist von Wittnau und macht die ganze Choreografie. Und im Rahmen unserer Nachwuchsförderung, die der Werdenberger Schlossfestspiel auch sehr am Herzen liegt, es ist das ganze Ballett, sind junge Tänzerinnen, irgendwie im Alter zwischen 15 und 25, aber alle sind schon seit sie etwa 3 sind am Tanzen. Und Sarina ist quasi ihre Tanzlehrerin, die jetzt auch Choreografie mit ihnen zusammen dann macht. Sie choreografiert natürlich auch den ganzen Chor und mit den Solisten arbeiten sie auch noch. Genau, auch eine neue Schlüsselposition, die wir besetzen können, ist der Michael Eigenmann. Er macht das Lichtdesign, er ist auch schon sehr bewährt. Er macht es in der Region, er kommt zwar aus Luzern, aber macht das Lichtdesign auch bei der Schlossmediale schon seit Jahren. Und freut sich riesig, dass er hier ins Werdenberg wieder arbeiten darf. Genau. Gut, dann haben wir den ganzen Cast, den ich gar nicht aufgeschrieben habe, aber ich habe ihn auswendig. Die Solisten haben wir einerseits die Sopranistin Rebecca Mäder. Sie ist aus Bern, also aus Kanton Bern, wo die Hauptrolle als Adina spielt. Wir haben den Nemorino, ist so quasi die zweite Hauptrolle, also der, wo in die Adina sich verliebt im Stück. Das ist der Manuel König. Er kommt ein bisschen weiter her, er reist aus Hannover an, aus Deutschland. Dann haben wir den Belgore, das ist der Wolf Latzl, auch aus Bern. Und dann spielt der Erich Bieri aus Zürich, spielt der Dulce Amara, so eine dubiose Figur, halt der, der dann eben den Liebestrank verkauft, der aber auch in Tat und Wahrheit statt einer wirklichen Medizin oder so nur eine Flasche Rotwein ist. Also ja, ein bisschen Gauner. Aber einen sympathischen. Und dann haben wir noch Florina Ruos. Sie ist auch eine Sopranistin. Sie spielt die Gianetta, die beste Freundin von der Adina. Und Florina hat noch eine Doppelfunktion. Ab der szenischen Probe gibt der Christian Büchel den Chor ab. Und Florina ist ausgebildete Chorleiterin und auch Gesangspädagogin und übernimmt dann den Chor ab der szenischen Probe bis zur Derniere. Also mit Einsingen und allem, was so ein Chor noch braucht für den letzten Schleife. Genau. So, genau. Dann, so ein riesen Projekt stemmen, das braucht ganz viel Unterstützung. VAT hat uns schon in den letzten Jahren immer grosszügig unterstützt und das mal das erste Mal als Hauptsponsor dabei. Was mich natürlich sehr besonders freut. Herzlichen Dank. Aber wir sind ja, in Haag daheim und aber auch Weltmarktführerin für das, was wir machen. Und wir sind global aktiv, aber auch lokal. Und das wollen wir mit dem Sponsoring zum Ausdruck bringen. Dass wir eben gesagt haben, wir wollen auch lokal präsent sein und gute Produktion unterstützen. Wir waren bisher Sponsor von kleineren Sachen. Und ich war selber vor 2 Jahren da und ich war begeistert von diesem Projekt. Und darum haben wir uns jetzt eben entschlossen, dass wir dieses Jahr das Hauptsponsoring machen für den Liebestrank. Dann als nächstes, wenn wir gerade weitergehen, wäre die Raiffeisenbank Werdenberg, die schon seit Jahren das Hauptsponsoring übernommen hat. Vertreten durch Andreas Eckenberger. Herzlichen Dank. Und Cedric Büsser. Danke vielmals. Und ja, es ist immer schön, wenn auch Sponsoren, die halt längerfristig immer wieder Sponsoren dabei bleiben, einfach, wenn man verlässliche Partnerschaften hat. Unsere Kunden haben wir in der Region. Ich denke, es ist eine Möglichkeit, um einen Teil zurückzugeben. Es ist ein Teil des Budgets, den man einfach auch plant, wo man natürlich will, dass man gesehen wird. Und auf der anderen Seite, dass Kunden etwas davon haben, respektive die Leute, die dann da die Tickets so wieder günstiger kaufen können. Dann auch, vielleicht jetzt gerade, wenn wir bei den langjährigen Sponsoren sind, würde ich vielleicht gerade Dennis Judin schnell vorstellen. Er ist von der Firma Merck
Und auch die Firma Merck hat schon seit Jahren sind sie dabei als Hauptsponsor. Und auch das, herzlichen Dank für das. Okay, ja. Herzlichen Dank. Es gibt ganz viele Anfragen von Sponsoring. Aber ja, wir haben unsere internen Richtlinien, unsere Regeln, wo man mitmachen etwas. Und ja, das ist eigentlich so ein Anlass wie der in der Pole Position. Dann ganz neu, drei haben wir schon, die vierte im Boot. Das ist Nora Wanger von der Wanger Garage. Das ist die Mazda Garage, gerade einmal, wenn man ja die Buchse über die Rheinbrücke fährt in Schaan. Und sie sind jetzt ganz neu dabei als Hauptsponsoren und ich freue mich sehr, dass ich euch auch im Boot habe. Dass wir auch eine Vertretung an den Hauptsponsor haben, erinnert mir ein, ist natürlich besonders schön auch. Herzlichen Dank. Ja, wir versuchen eigentlich schon seit ein paar Jahren immer so auf spezielleren Flächen uns zu präsentieren und vorzustellen, um anders ein bisschen Aufmerksamkeit generieren als nur Autos irgendwo ausstellen oder in Magazinen und darum hat das gut gepasst. Dann, ganz wichtig auch, eine Unterstützung, die wir seit dem letzten Jahr neu eingeführt haben. Wir haben seit dem letzten Jahr neu auch einen Patronatspartner, also seit der letzten Produktion im 22. Letztes Jahr haben wir bereits die Ortsgemeinde Buchs gewinnen für das. Und darum ein herzlicher Dank, dass die Ortsgemeinde Buchs das wieder übernimmt. Andreas Rohrer als Präsident von der Ortsgemeinde, danke vielmal für die Unterstützung. Danke, Rob. Besten Dank. Und dann habe ich schon die öffentliche Hand angesprochen. Wir haben einerseits eine grosse Unterstützung aus dem Lotteriefonds von allen Werdenberger Gemeinden. Und ganz besonders möchte ich hier die Stadt Buchs hervorheben, die einerseits mit einem zusätzlichen Standortbeitrag uns finanziell unterstützt, aber auch sehr wichtige Partnerschaft bildet. Sei es jetzt irgendwie mit Bewilligungen von Marktplatzreservationen bis irgendwie Gastrobewilligungen, wo einfach bis jetzt alles reibungslos geklappt hat. Und ich hoffe, auch die letzten Bewilligungen können wir dann noch schön daher, wie wir sie brauchen, damit das nachher auch ein Erfolg wird. Da darf ich den Fred Rohrer als Stadtrat und den Rolf Pfeiffer einfach schnell führen bitten. Danke euch auch für die Unterstützung. Vielen Dank. Wieso macht das Stadtbuch? Es ist relativ einfach. Es ist wieder ein Puzzleteil, das halt auch zu Buchs gehört. Vielleicht jetzt nicht Sport, sondern ganz etwas anderes. Und da ist es wichtig, wenn man nachher aufzeigt, überkommt, dass die Unterstützung von der Wirtschaft, von anderen Partnergesellschaften, von Organisationen da ist. Und dann nachher steht die Stadt Buchs ganz sicher nicht zuhinterst an, würde ich sagen, sondern das gehört hierher. Und ich finde, das ist auch am richtigen Ort da, wo es jetzt genau ist. Weil die Kulissen ist einmalig. Was man kann zeigen oder was vor allem andere Leute zeigen, ist auch einmalig. Und in dem Sinn ist es eigentlich wichtig, dass wir so etwas machen. Ich bin schon seit letztem Jahr, Robin, dran mit dem ganzen Schlossfestspiel. Recht einfach. Warum? Weil es natürlich Leute hat, die nicht so begeistert sind. Vor allem, wenn wir die Straße sperren und dies und das. Und da haben wir aber ein Gespräch gesucht mit allen Beteiligten, vor allem mit Leuten, die es betrifft. Und ich glaube, da haben wir einen guten Konsens gefunden. Das kommt richtig so. Auch in Zusammenarbeit mit lokalen ansässigen Betrieben, die nachher sagen, ja, kannst du doch nicht einfach machen. Und wir sind am Tisch gehockt mit dem Robin zusammen und ich glaube, da haben wir eine gute Lösung gefunden. Also von dem her, ich bin eigentlich gespannt, ich gehe mal davon aus. Für die, die es Werdenberg kennen, Robin, habe ich keine Angst gehabt, dass es heute nicht schön wird. Also es gibt überhaupt keine Nebelgeschichte, das Ganze drumherum. Es wird auch wärmer werden, das ist ja so, das hast du richtig gesagt. Und ich glaube, ja, solange alles richtig aufgeleistet wird, wir sind gespannt drauf und glaube, freuen uns auf das, was entstehen kann. Also danke vielmals denen, die mit uns zusammen mitmachen. Wir haben sicher den kleinsten Teil, aber nicht ganz einen unwichtigen, wie der Robin erkannt hat. Merci vielmals. Der Beni Thür wird uns hier unterstützen mit dem Rahmenprogramm, mit der ganzen Organisation. Also er wird das organisieren mit uns zusammen. Und, die Idee ist vom Rahmenprogramm, dass wir einfach, ich meine, es gibt nicht nur Opernfans auf dieser Welt.
sondern es gibt ganz viele andere Stilrichtungen auch. Und Musik ist etwas, das extrem verbindet. Und mit dem Rahmenprogramm wollen wir an verschiedenen Standorten im Werdenberg, aber auch über Grenzen raus vom Werdenberg, Rahmenveranstaltungen machen im Sinn von Konzerten mit ganz unterschiedlichen Musikstilen, von Dixie über Volksmusik, zum Teil auch so ein bisschen italienische Musik, weil unsere Oper kommt eigentlich ursprünglich aus Italien. Und bis Pop, Blasmusik und natürlich auch zum Teil Klassik. Und bei diesem Rahmenprogramm wird auch so die Italianita wird ein bisschen aufgegriffen, auch mit Kulinarik wird gewisse Sachen noch ergänzt. Und so wollen wir eigentlich auch für die Bevölkerung, vor allem auch der Bevölkerung von Werdenberg, auch etwas zurückgeben und gleichzeitig natürlich auch eben irgendwie auf unsere Festspiele aufmerksam machen. Da sind wir natürlich froh, wenn ihr dann das Rahmenprogramm auch könnt dann gut besuchen könnt, dass wir da ja auch ein bisschen die ganzen Sachen könnten zusammenführen und eben die Barrieren vielleicht zur Oper ein bisschen könnten abbauen und Schlossfestspiel vielleicht nicht nur als die mit der sehr, sehr hohen Stimme hier am Werdenberger See bekannt sind, sondern eben, wir wollen etwas für alle machen, schlussendlich. Oper am Werdenberger See vom 2. bis zum 17. August, Oper und eben ein Rahmenprogramm, etwas für alle im Werdenberger See. Der Vorverkauf startet am 1. Februar. Das Bilder für Fotografen und das die Infos für euch, wo ihr das bestellen könnt. Liebesdank am Werdenberger See, eine Oper, aber noch ein bisschen mehr als eine Oper. Am besten könnt ihr euch gerade mal rein und bestellen euer Ticket.